Ja, nee, ich meine, was könnten wir machen? Wir könnten Mifa aufpumpen, aber irgendwie nö. Nö. Das bringt gerade so nix. Hast du noch nicht mal Waffen? Haben wir die schon alle kombiniert? Du kriegst ja sonst immer irgendwelches Zeug dazu. Und der Level 24, da siehst du mal, wie unfähig ich bin als Spieler. 24 ist schon. Freu dich schon mal auf meinen großartigen Auftritt. Ja, ich brauche jetzt was Entspanntes. Spezialisiert auf verschiedene Angriffe, die in der Luft ausgeführt werden, kann aus sicherer Höhe Gegner auf dem Boden angreifen. Ja, entspannt und einfach und viel zu mächtig. Wer braucht Balancing? Rivali für Smash Bros., aber sowas von. Es soll Geister in der Gestalt von Hasen geben, die im blau-weißen Licht erstrahlen. Sie sollen Glück bringen, sofern man fähig ist, sie mit einer Attacke zu treffen. Ja, also erstmal muss man sie sehen. Dann treffen. Also wahrscheinlich, wenn ich die Dinger mal treffe, dann aus Versehen. Nanu? Hilfe gefällig? Dann will ich mal nicht so sein. Ich stoße zu euch. Ist ein Zeitlimit? Nein, Glück. Ich hasse Zeitlimits. Stufe erhöht. Perfekt. Damit kann ich doch gleich die ersten Rumpelstilzchen ausschalten. Nämlich euch. Seht und staunet. Ohne Gnade. Das war's. Okay, dieses Ding da ist extrem nervig. Für Vögel. Hör mal auf, mich wegzublitzen, du Miststück. Und jetzt. Hier ist Schluss. Der Sieg geht auf mein Konto. Keine Sorge, ich kümmere mich gleich um euch. Ich muss nur kurz hier durch. Komm ich hier rein? Nun stell dich nicht so an, du übergroße Schweinenase mit Horn. Du bist das erste und letzte Einhorn, das ich jemals in der Wüste gesehen habe. Schmetterangriff aus der Luft. Nieder mit dir und dann den anderen. Der Sieg geht auf mein Konto. Gut. Raus hier. Ja, sehe ich das richtig? Hört auf zu zappeln! Gefällt euch das? Und tschüss, Mr. Offizier. Der Sieg geht auf mein Konto. Ihr werdet so enden, wie ich das beschließe. Danke für die Hilfe, das war ein ganz schönes Schlamassel. Ja, ich merke schon, ihr fallt auf eure eigenen Landsmänner herein.
Oder zumindest irgendwelche Pappnasen, die sich ebenso anziehen. Das hier sollte ein Kinderspiel sein. Ich habe noch immer meinen Spezialangriff in der Hinterhand. Und für dieses kleine Fußvolk hier muss nun wirklich nicht dermaßen große Geschütze auffahren. Der gelegentliche Bombenfall ist ganz lustig, aber ansonsten riskiere ich damit nur. Sehet und staunet! Ohne Gnade! Das war's! Das war knapp! Gut, dann werde ich mich mal das anderen annehmen. Hört auf zu zappeln! Gefällt euch das? Verdammt. Hey. Natürlich genau in dem Moment habe ich keine Rune mehr. Kühlt euch etwas ab. Und verschwinde aus meiner Wüste. Kein Entkommen. Was? Habt ihr mich gerettet? Ich schätze, ich hatte Glück. Natürlich. Mir zu begegnen ist immer Glück. Da ist noch Luft in Ordnung, in oben, nach oben, aber in Ordnung. Ja, ein bisschen Luft nach oben ist immer noch. Wir hätten uns auch beeilen können, aber nö. Wüstenstirnschutz. Was mache ich mit dieser Mifa-Aufgabe? Ja, voll Stylo, Link, voll Stylo. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Zelle noch an, dann passenden Dude. So, Prinzessin, dein Chica-Stein, wir wollten den mal ein bisschen aufwerten, ne? Kombinieren! Und zwar deine Steine. Fusion! Na, immerhin um 1 gesteigert. Mir wäre es lieber, wenn du irgendwo bei 32 ankommen würdest, aber... Naja. Drück dir mal die Daumen. Gut. Das wurmt mich, dieses Ding hier. Warte mal, was? Ich kann mit Revali antreten? Mit welchen Kämpfern kann ich antreten? Versuch's mal mit Revali. Ich dachte, ich muss das mit Mifa machen. Wenn er das auch nicht hinkriegt, dann müssen wir wirklich später wiederkommen. Aber er hat den entscheidenden Vorteil, dass er kurz davor ist, ein A zu haben, da er kurz vor einem Stufenaufstieg steht. Das heißt, wir können das gleich ein bisschen spammen. Den Vorteil hatte Mifa nicht, weil wir sie persönlich nach oben gestuft haben.
Alle werden sehen, wahrscheinlich werde ich genauso abkacken mit Revali, weil ich einfach noch nicht so weit bin. Also dann! Treffe ich überhaupt irgendjemanden, wenn ich in der Luft bin? Das würde mich gerade mal interessieren. Das war's! Boah, ey, Geron. Hier ist Schluss! Ja, wir sollten vielleicht dahin gucken, wohin wir schießen. Das würde uns viele Probleme ersparen. Okay, hier hinten ist eine ahnungslose Gruppe. Sehet und staunet! Ohne Gnade! Ich bin gern das arrogante Arschloch, das aus der Luft alle abballert. Man könnte das jetzt feige nennen, aber nein, das ist einfach nur fortgeschritten. Warum landet er denn die ganze Zeit? Das ist ein bisschen affig. Weißt du, dass ich deutlich besseres Gefühl habe? Hey! Nehmt das! Let's go! Sehet und staunet! Ohne Gnade! Der Sieg geht auf mein Konto. Der gleich das nächste. Der Rivali ist einfach so über. Haben wir nicht noch irgendwelche Hauptmänner hier? Hier ist Schluss. Ist das die nächste Kompanie? Sie sieht etwas klein aus, wenn ich das mal anmerken darf. Hast du es gewagt, mich einfach so zu schlagen? Ja, sehe ich das richtig? Ja. Na gut, verkürzen wir das Ganze ein bisschen. Sehet und staunet. Ohne Gnade. Der Sieg geht auf mein Konto. Mir gehen langsam die Geronen aus, habe ich so den Eindruck. Puh. Okay, wir sollten nicht mehr den benutzen, der ist ein bisschen ätzend. Und staunet. Ohne Gnade! Ich weiß, dass nicht mehr viel Zeit übrig ist. Der Sieg geht auf. Aber ich habe ein deutlich besseres Gefühl als eben bei Mifa. Hier sind ja immer noch zwei übrig. Ich treffe gerade aber auch nichts mehr. Gar nicht gut! Noch ist es nicht vorbei! Moment mal! Okay, danach noch eine Birevali-Runde. Das war mir hier zu knapp, um jetzt zu sagen, das wird nichts. Wir haben nur dumm angestellt gegen Ende. So knapp vom nächsten A. Wir sind zu viele, zu wenig Geronen am Ende da.
Wo ist denn der ganze Vorsprung hin verschwunden? Weil ich blöde in der Gegend rumgeschossen habe, ne? Und nichts getroffen. Na, deswegen. Also dann. Kein Entkommen. Hier ist Schluss. Bitte mehr sind wir den Bali-Tornados. Wo sind denn wieder alle hier? Gut! Sehet und staunet! Ohne Gnade! Der Sieg geht auf mein Konto! Wow! Für ganze 5, dieses A, für ganze 5. Die Armee hätte da weitaus mehr Spaß gemacht, Revali, aber okay. Leb hoch! Deshalb legt man sich nicht mit mir an. Das ist das nächste A, perfekt. Gute Gruppe, die nehme ich. Ohne Gnade! Der Sieg geht auf mein Konto! Sehet und staunet! Gnade! Nehmt das! Hier ist Schluss! Merke ich mal, wie wenig er mit seinem A erwischt erst hier bei diesen Gruppen. Noch ist es nicht vorbei. Ja, ich muss nur erstmal wieder abheben. So langsam komme ich in Fahrt. Sehet und staunet. Hoffentlich. Ohne Gnade. Deutlich besser als eben die Runde. Come on. Nee, fliegen wir wohin, wo es noch mehr gibt. Hier gibt es noch welche. Ja, ich weiß, dass nicht mehr viel Zeit übrig ist. Ich gebe mir doch Mühe. Mehr kannst du doch hier nicht von mir verlangen gerade. Sehet und staunet. Gnade! Der Sieg geht auf mein Konto! Noch nicht so früh, Grevali. Noch haben wir 16, die wir innerhalb der letzten paar Sekunden hier ausschalten müssen. Noch 8. Hier ist Schluss. Noch 7. Noch 1. Nehmt das! Okay. Aruk ist auf dem Schlachtfeld erschienen, das habe ich mir fast gedacht. Ist ja nicht so schlimm. Erstmal die restlichen Neuronen hier ausschalten, um mir wieder das A aufzuladen und dann sehen wir weiter. Boah, endlich ist das dumme Zeitlimit vorbei. Habe ich echt ernsthaft von hier unten getroffen?
Sieg geht auf mein Konto. Okay, wo ist denn Daruk? Ah, dort ist er. Nun dann, mein unbeweglicher Kumpane. Mich trifft ihr nie. Ausweichhagel. Denn ich hab's besser drauf als du. Immer und immer und immer wieder. Denn ich bin der beste Vogel hier im Stall. Und der Einzige. Ohne Gnade. Aber selbst bei den ganzen anderen Vögeln ist nun nicht wirklich was, was mir das Wasser reichen kann. Tja, Amateur. Wunderschöne Kiste. Ah, du hast mich in die Schranken gewiesen, Revali. Aber das nächste Mal werde ich stärker sein. Ja, ja, träum weiter. Evali siegt. Ja, Daruk bekommt auch mal wieder irgendwas, aber Punkt ist, Vogel kann. Weil Massenkontrolle. Auch wenn ich mich ziemlich dumm angestellt habe gerade. Ich hätte mehr auf einmal treffen können mit einem so einem XAA, mit einem so einem Spezialangriff. Viel mehr als 8 oder so. Man muss halt nur über die richtige Gruppe gehen. Die waren dann immer in dem Moment alle so weit entfernt und ich wollte halt keine Zeit verschwenden.